Stay in the cut on the north side. Hella points, trigger fingers on my fucking foe. Five demons rising out the crypt. I smoke me a fat line, never gave a fuck. Grew up by the mud, pull up, then I pop the trunk. Grew up with the fucking robbers, always kept the mask on. Motherfuckers gon' die if we keep the mask off. Suicide when I ride, bitch, scarecrow to walk the shadow. Mozart with no piano, kill when I'm sleepy hollow. That mystic motherfucker that's addicted to prescriptions. Xanax for the panic, mental problems, you can add that. Multi-million own business, you just signed a deal, bruh. 3 years past, still broken, you ain't paid up. Dollars I ain't touched yet, burning for the fuck of that. Infamous lunatic, you just up it. Cut up with the death wish, raised with the savage lift. Straight out the death pit to keep alive the triple six. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier bei Spielrausch zu einer weiteren neuen Folge von GTA 5 Online. Dieses Mal wollen wir mal sehen, was hier passiert. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in der offenen Lobby. Und lass uns mal gucken. Ich habe hier anscheinend zwei, die mir tierisch auf die Nerven gehen wollen. Aber das werden wir unterbinden, ne? Ich mache mal Radar auf. Dann können wir mehr sehen. Ja, die zwei da. Aber anscheinend lassen sie jetzt von mir ab. Ich hatte gerade schon viel Spaß mit denen. Und lass uns das mal weiter beobachten. Ja, das ist einer von denen. Der wollte mich mit seinem Laser beeindrucken. Hat es aber nicht geschafft. Unter anderem auf sein Noob-Bike, auch MK2 ausgesprochen. Hatte wenig Erfolg. Gut. Soweit, so gut. Jimfish heißt der. Was ist denn mit dir los, Freundchen? Ober Collo Nostro. Was für nette Namen es noch gibt. Es scheint so, als wenn die zwei genug hätten. Na gut. Dann kann ich ja zur Hausordnung übergehen. Warte mal, was ist denn jetzt los? Begib dich zum Landakt Staudamm. Was ist denn jetzt los? Oh. Was habe ich denn getan? Also ehrlich, Moment. Ja, die Bullen kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, Onkel Lester. Creepy. Very creepy. So, dann lass uns mal gucken, was hier auf uns wartet. Das scheint nur mein Motorradclub zu betreffen. Bin ja eigentlich dabei. Oh, hier gibt es was zu holen. Einfach so? Wo ist es denn? You need. Yep. Hier scheint es irgendwas zu geben. Ich weiß nur noch nicht wo, so richtig.
Oh, ich bin direkt reingerannt in die Falle. Da sind sie wieder. Die zwei suchen mich jetzt, aber ich war so klug und habe mich unentdeckt begeben. Dann war ich doch hier auf der richtigen Fährte, ja. Sehen wir mal. Unentdeckt zu werden von den anderen zwei Spielern. Ich glaube, Taktier. Ihr Lappen. Piece of, what? Wow, wow, wow. So, für solche Fälle habe ich ja immer halt. Ey, ich habe keine Panzerung mehr. Die zwei suchen mich. What? Wir laufen ganz geschmeidig, ganz glücklich zurück. Ganz glücklich vor allen Dingen. So, alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, mögen meinen bitte abonnieren und liken vor allen Dingen. Umso mehr Likes, umso mehr andere Leute werden dieses Video sehen oder andere Videos von mir. Bitte auch den Kanal abonnieren. Das wäre sehr hilfreich. So, fahren wir wieder zurück. Sobald wir aus diesem hellweißen Bereich raus sind, sind wir wieder sichtbar für die anderen Spieler. Und dann gehe ich mal davon aus, dass die zwei, die sind hier, die suchen mich da. Ich weiß nicht warum. Weg, weg, weg mit euch. Das beste Auto von ganz GTA. Ich zeige euch mal eben. Ich muss mal eben gucken, wie er nochmal hieß. Bravado. Bravado Buffalo STX. Ja, das ist der beste Wagen. In meinen Augen. Er ist kugelsicher bis zu einer gewissen Zeit. Er hält viele Raketen aus. Man kann ihn ferngesteuert fahren. Allerdings dann in der Ego-Perspektive. Ich habe alles soweit gut drauf. Und ja. Einfach nur klasse. Gutes Handling. Kann ich nur jedem empfehlen. Wer gerne mehr dazu sehen möchte, ich hab's, ich hab in der Playlist habe ich ein Video davon, was diesen Wagen angeht. Und auch mit der Imanitech Ausrüstung ausgestattet. Führe ich vor. Aber jetzt nun erstmal zu dem Falschgeld, was ich einkassiert habe. Ich weiß zwar nicht. Ja, man hat mir das Falschgeld tatsächlich aus meinem Unternehmen geklaut. Ich werde es dorthin zurückbringen. So. Ja, das passiert selten, aber es passiert mal. Ne? So. Dann haben wir das auch gemacht. Mehr passiert nicht. Hormonal. Was ist mit dir? Willst du mich besuchen kommen oder was? Ist das ein Räuber hinter mir? Ist doch unfassbar.
the cabin, okay? If you want to protect against it, you should think about upgrading security. Wer ist das? Er wurde auf mich gehetzt. Da war noch einer dabei gerade. Wer ist denn das? Romonal. Junge, ja? Ich würde es lassen. Da oben ist er. Komm. Help me. Als kleine Warnung, ne? So. Ja, ich würde sagen, wir switchen dann mal rüber. Lass uns mal gucken. Wir brauchen die Avenger dafür. Die wurde da hinten geparkt. Ja, man kann die Bullen mit dem Wagen auch gut verarschen, indem man halt Minen absetzt, die mit Öl gefüllt sind. Ölminen halt. Ihr habt es gesehen. So. Ja, sollten wir keine Ruhe haben, wenn wir in einer anderen Lobby gehen. Aber ich denke, es ist noch machbar. Diesmal werde ich nicht vergessen, den Ton zu pimpen. Das ist halt das Blöde mit der PS4, mit dem Headset. Egal was für ein Headset ich bis jetzt hatte, der Ton ist einfach schlecht von der Aufnahme. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, wenn ihr Ahnung davon habt, so, davon, was für ein Mikrofon mit Headset das Beste ist, dass man einen klaren Ton hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, meine lieben Freunde. So, LSA Operation Los Santos Angeles, da waren wir stehen geblieben, wir gehen auf die zweite Sache hier. Finde ein wichtiges Mayweather-Feldlager und zerstöre es. Diesmal in einer offenen Lobby mit allen Spielern. Und ja, so, was passiert? Hier steht nichts, scheint ein bisschen zu lecken. Gott, Leute, was ist hier? Verlasse die Avenger, ja, das ist jedes Mal so. Operation. Dass wir die Operation beginnen können. Und wir fahren weiterhin mit dem Wagen. It's having smugglers do their imports in and taking a huge cut. That's a slippery slope, you know what I'm saying? We gotta take a stand and sabotage the whole thing. First, we tell this smuggler and figure out where this is all going down. Then, okay. We'll tag all the shit they're shipping out so Pete can fly in and blow it all up. That's teamwork, LSA style. Okay. Dann werden wir mal dem Weg folgen. Oh, der kann aber schlecht Auto fahren.
Macht nichts. Okay, Intel just came through on the smuggler. Sending you a photo now. We gotta get into their phone to find out where the shipment is. But it looks like they usually roll with a little security. Be careful. Okay. Bildanhang, wir gucken uns das gerade mal an. Sie ist es. Nochmal zur Erinnerung, ich mache das erste Mal. Ja. Sorry. So, Madame. Tut mir leid. Na komm schon. Na komm schon. Es liegt doch hier. Ja, genau das müssen wir machen. So, dann schütteln wir mal eben die Bullen ab. Ich hoffe, Lester kann mir dabei helfen. Wenn, dann wisst ihr auch direkt Bescheid, dass das funktioniert. Why, hello, how you doing? Ja, es funktioniert. I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Ja, Lester. Du redest zu viel. Just give me a few seconds to go through the phone and... Okay, got it. They're working out of a base at some fancy ranch in the Vinewood Hills. I bet they got some kind of leverage over the owner. Okay, wir müssen zur Meriwether-Basis. Nichts wie dorthin. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt mit der Avenger machen. And it looks like there's another Meriwether base nearby. Smaller. We should hit that too. Maybe we grab some uniforms or something. Get onto the main base under the radar. Mhm, okay. Scheint eine etwas größere Mission zu sein. Wo man vorher einige Sachen erledigen muss. So. Warum denn nicht? Man kann das auch alles mit dem Auto machen, hoffe ich. Steht mir einfach nicht in den Weg, Leute. On the shipments, and he'll know where to strike when we give him the signal. Should be just crates with the Meriwether logo all over them. Ah. Das ist die Ranch. Und was ich dazu sagen kann, ist nicht viel. Außer dass hier bewaffnete Leute sind. Oh ja. Did they see you? They're gonna block those tracers once they find them. So see if there's any flares that you can use to flag up the shipments for P instead. In the meantime, you gotta go full war zone in this bitch. Okay. Das ist mir eh lieber, die laute Variante.
Ist nicht hier sehr end. Nein, nein, nein. Es war nicht das, was ich vorhatte, aber auch gut. Wie komme ich denn da? Ja, Mann. Genau so muss das gehen. Geh mal da raus, Junge. Komm. Lass Papa mal ran. Macht mir Platz. Ist der neue Heli, ne? Egal, ich mach ihn kaputt. Wo sind die? Ich sehe keinen. Wo sind sie? Egal, ich gehe raus. Oh, ich habe keine Panzerung dabei. So. Okay, wir müssen die Waffe wechseln. Ja, noch einer müsste da sein. Gucken wir mal. So, dann wollen wir mal die Kisten markieren. Wo ist die Lieferung hier? Ey, das kann sein. Ich muss mal eben die Einstellung wieder ändern. Denn dann kann man viel besser die Sachen sehen. Seht ihr? So, gehen wir mal dahin. Okay, das muss ich selber auswählen. Ich denke mal hier. Wo gibt's denn die Signalfackeln? Oh nein! Die wollen mich jetzt abfacken. Ach, was ist denn hier? Okay, damit musste ich natürlich rechnen, weil das sind da meine Feinde. Aber egal. Wer nicht will, der hat schon. So. Ordne den Luftschlag an. Wie macht man denn sowas? Na, 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 Kollege.
könnt's einfach nicht lassen, ne? Sie können es einfach nicht lassen, aber so mit. So ist das halt. Ein bisschen Action muss sein, Leute. Na, 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 na. Ah, Scheiße! Ah. So, ich will einfach meine Dingens hier beenden, aber die wollen mich jetzt natürlich abfacken, ne? So, geht das ein bisschen schneller? Hallo, ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen! Oh, super. Ich hoffe, die krieg auch voll einen ab. Bin gespannt. Yeah. Yes. So sieht das erfolgreich aus. Schön. Boah, im Sprung hat er mich noch geholt. Ja, ist doch keine Kunst, ne? Ich meine, es macht Laune. Seit langem macht es mal wieder Laune. Jawohl, ich habe einen geholt und einer hat mich geholt. Das war zwei dumme Eingedanke. Auch nicht schlecht. So. Und jetzt hätte ich gerne mein Fahrzeug. Jawohl. Ich hoffe, es war euch eine Lehre, Freunde. Service are you looking for? Okay, going dark. You've got 1 minute. Mal sehen, ob wir es abgeschlossen kriegen. Ist immer wieder ein kleiner Reiz, wenn man noch so zwei feindliche Spieler dann hat, die alles dran setzen, einem das zu vermasseln. Aber das wollte ich euch nicht enthalten. So, dann haben wir hier noch, genau, die haben wir auch noch. Die fahren mal ganz gemütlich gegen den Baum. Schnell, 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 schnell. So, müssen uns beeilen. Okay, it's okay. Hell yeah! I got
Alter. Ja, die Frage ist jetzt, ob die anderen Spieler mich jetzt erledigen können mit dem, was man halt so kennt, ne? Wenn es dann der Fall ist, dann ist es halt so. Und ja, wenn wir es halt nochmal neu machen. Geht mir aus dem Weg. So, jetzt leckt es natürlich ein bisschen, das hat das Spiel schon mal. Wenn man zweimal nach unten drückt, das Steuerkreuz, sollte die Karte, die Minikarte größer werden. Aber es ist nicht, es ist total bescheuert gemacht, finde ich. Denn da kann man schon mal besser die herankommenden Feinde sehen, wenn es die dann gibt. So wie die zwei Spieler gerade, die mir seitdem ich auf dem Server bin schon auf den Sack gehen. Sorry. Aber was ich jetzt nicht unbedingt so schlimm finde, weil ich komme ja gut zurecht. So. Und wir kriegen das noch abgeschlossen. Yeah! Operation abgeschlossen! Sogar mit Bonuszahlung. Nein, die haben wir nicht erfüllt. Aber bei der Schwere ist es ja auch kein Thema, oder? Jawohl! That's a serious L. All thanks to you and Pete. Genau. So, Leute. Das war's. Meine Punktzahl. Ach so, das ist jetzt die offene Lobby-Mission. Und, ne, das brauchen wir jetzt nicht. So, Leute. Wir sehen uns zur nächsten Mission wieder. Wenn es noch eine gibt. Ich glaube, ja. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.